Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu The Floshi. Ja, es geht hier weiter mit der nächsten oder mit einem neuen Retro-Game für euch. Und zwar habe ich hier Dragon Ball Z Budokai 2. Ja, das Spiel kam 2003 auf den Markt. Ja, 2002, da war ich jetzt selber so ein bisschen gerade verwirrt. Oh, die Maus soll da nicht rein. Natürlich wollen wir das Spiel in Deutsch spielen. Ja, zu dem Spiel, was kann man dazu sagen? Nicht gerade viel, oder? Ah, hier steht, zum ersten Mal kannst du Potara Fusionen und Boost Absorption verwenden. Oh mein Gott, was ein schweres Wort. Kann ich ja kaum entziffern. Ja, man kann in dem Spiel hier 29 Charaktere spielen. Und ja. Also laut der Hülle würde ich stark vermuten, das Spiel handelt sich stark um Bu, also um Bu's Geschichte. Ja, ich lege das Video kurz einmal durchlaufen lassen für euch. Da bin ich doch so nett. Oh, Bulma. Trunks. Ah, die Cyborgs. Die Ginyu Force. Ist da noch irgendwie schön? Ah, Cell Freezer. Gut, gut, gut. Aha. Ja, die drei Fusionsdinge. Oh Mann, du. Das war schon ein harter Gegner. Naja. Natürlich. Wir haben sich ja mal bitter den Kampf geliefert. Also der hat es nicht ohne, der hat es ganz schön umgebaut. So wie damals. Oh, Shenlong! Shenlong! Wir rufen dich! Den Schäfer! Ja! Dann wollen wir mal Dragon Ball Z Budokai 2. Natürlich, ich glaube nicht, dass ich den Spielstand habe. Also kein, okay. Dann natürlich ein neues Spiel. Speicherdaten werden erstellt. Achso, ich hätte auch mal weiter drücken sollen. Auch nicht schlecht. Yeah! Da war Mutten Roshi da gerade. Ja, dann kommen wir jetzt zum Hauptmenü. Fangen wir ganz unten wieder an. Option! Ganz normal wie in jedem Spiel auch, kann man die Option ändern. Spieloption, speichern. Und. Wir sehen gerade, hier wird nicht gesprochen. Oh, mein. So, dann können wir hier die Skills ändern. Machen wir mal kurz rein. Natürlich erst ein Player. Natürlich haben wir erst 7% von Kapseln. Kann man hier gucken. Ich glaube, da können wir jetzt. Genau, man sieht hier, Goku hat Kaio-Faust, 20-fache Kamehameha und Drachenhut, Kamehameha und Presslufthammerschlag, Zerstörungswelle, Dämonenschwinger, also die haben alle hier schon was. Okay, außer Raditz und die beiden Kleinen hier. Nee, nur Raditz hat nichts. Ja, ansonsten... Joa. Können wir hier noch Skills kaufen? Come on in! What did you come to buy today? Aber Red Ribbon Basis. Ah ja, die müssen wir auch noch kaufen. Ich glaube, da schalten wir auch noch was frei. Ich meine, das war jetzt bei dem Teil. Buy it the next time you come in, okay? Klar, Bulma, wir kommen wieder. Ja, hier sehen wir die ganzen Skills, die wir drauf haben. Also, noch nicht so viele. Speichern, ich habe auch so viel gemacht. Dann haben wir hier das Training, wie in jedem Dragon Ball Spiel eigentlich. Kann man hier trainieren, Übungen und das Training, steuere Goten, um dir die Kampfsteuerung anzueignen. Das brauche ich ja natürlich jetzt nicht. So, was haben wir denn noch da? Den Weltkampf. Ja, ganz natürlich. Natürlich haben wir den Anfänger, den werde ich auch gleich bestreiten.
Aber vorerst nochmal hier Duell. Natürlich wieder 1 gegen Computer. 1 gegen 1 gegen 2 Player, Computer gegen 2. Player oder Computer gegen Computer. Ja, das 2 Computer gegen 2. Player ist eigentlich genau das gleiche wie Player 1 gegen Computer. Ist eigentlich genau das gleiche. Weiß ich nicht. Naja, ist nicht so schlimm. Und dann kommen wir hier zur Dragon World. Ja. Das ist die Geschichte, die, meine ich, bei Raditz anfängt. Werden wir gleich sehen. Vor langer Zeit wurden 7 Dragon Balls geschmiedet. Natürlich machen wir das jetzt weg. Ich trinke nur gerade nebenbei was. Da kommen die Saiyajins. Ja, Raditz und Nappa sind das. So, this is the planet where Kakarot is supposed... Yeah, and those Dragon Balls first. Raditz. Fine. Ah, und Sabanen, ne? Hol dir die Dragon Ball. So, jetzt können wir hier uns einen Kampfpartner aussuchen. Dann nehmen wir Gohan. Okay. Da haben wir Gohan, hier haben wir Son Goku. Und dann müssen wir hier, klack, gehen wir dorthin. Oh, ich hab was gefunden. Ein Dragon hat da. Er zeigt mir an, dass hier ein Dragon Ball ist. Dahinter. Dann kann man mit ihm hier noch. Flup, flup. Yeah! Plus 10. Und dann sind die beiden dran. Also eigentlich ganz simpel. Aber natürlich wollen wir jetzt nicht machen. Ich habe euch hier kurz einen Einblick gezeichnet. Jetzt wollen wir den Dragon-Kampf machen. Also. Dragon-Kampf, sag ich schon. Dreh dich schneller! So, hä? Das muss ich jetzt nicht verstehen, ich wollte eigentlich beenden. So, this. Ende. Ich habe neu starten gedrückt. Ja, dann ist es auch kein Wunder. Mensch, ich dussel. Gut, dann ab zum Weltkampf hier. Please choose your which fighters will we see? The excitement is mounting. Ja, wen spielen wir denn? Spielen wir mal Son Goku. Wow, the opponents have been chosen. Na, gegen wen muss ich kämpfen? Ladies and gentlemen, thank you for coming. The world tournament will now begin. Tien versus Goku. Goku. Was brauche ich gleich? Are you ready? Auch nicht schlecht. You ready for me? You know you can't beat me. Both to center. Begin. Das weiß ich gerade gar nicht. Let's go. Ta! No use. Say, come on, man. Come on, man!
I want to fight you again. Check me out, please. Oh, gegen Krillin. The winner! Goku! Okay? Okay! The second round starts now! Goku versus Krillin! Schneller, schneller, schneller! Call-offs, call-offs, call-offs! You know you can't beat me! Alright, here goes! Both to center! Begin! Destructo disc! Whoa! Ich glaube, aufladen kann ich noch gar nicht. Ich weiß auch, was die Dame bedeutet. Achso. Die Kaioforce noch nicht wieder gehabt. Ah, okay. Nochmal kurz gucken hier. Pikachu. I want to fight you again! And the winner is Son Goku! Jetzt gegen Raditz. The winner! Oder? Goku! Ja, gegen Raditz. Thank you for your patience! Goku vs. Raditz. The final round starts now! Goku! Bin ich aber gespannt. Ja, komm, dreh dich. Ja, was dich bewegt. You know you can't beat me. You're no match for me. Both to center. Begin. Kamehameha. Wieso macht er das Kamehameha? Wie ich mich auflade. Ja, das beides okay. Da bin ich mal gespannt. Wurf.
Super Drachenfaust. Zack, 1, 2, 3, zack. Okay. Gewonnen. That was pretty fun. The winner, Son Goku. Goku. Congratulations! Ich habe 10.000 bekommen. You won! Please accept this grand prize money! Ja, ihr habt jetzt gesehen, Weltkampf. Natürlich muss ich gerne noch ausschalten erst. Please choose your fighting class. Ja, ansonsten, ich habe euch soweit alles gezeigt von dem Spiel. Das war's denn von mir und Dragon Ball Z Budokai 2 und auf Wiedersehen.